Hey Leute, da heute der erste Advent ist, dachte ich mal, ich mache für euch etwas Weihnachtliches. Und meine Mama und ich hatten vor, ein paar Kekse zu backen. Und zwar meine Lieblingskekse, das sind nämlich Mohnkekse. Die machen wir jedes Jahr und zwar tonnenweise. Und ich wollte euch da ein bisschen mitnehmen beim Backen, euch das Rezept auch sagen. Vielleicht gefällt euch ja das Rezept und ihr wollt das gerne nachkochen. Und das möchte ich euch gerne zeigen und dann werde ich euch heute mal mitnehmen. So, fangen wir an. Wir brauchen für den Keksteig 750 Gramm Mehl, 300 Gramm Zucker, 300 Gramm Butter, 4 Eier, 4 Tütchen Vanillezucker und zweimal Mohnfix für die Füllung. Ganz wichtig. So, das Mehl ist schon in der Schüssel drin. Dann kommt das bzw. der Zucker dazu. Die Eier werden reingeschlagen. Die 4 Tütchen Vanillezucker werden reingetan. Die ganze Butter kommt hinein. Dann wird alles ganz gut durchgemixt. Da braucht man ordentlich Muckis, das dauert. Und wenn alles mit dem Mixer gut durchgemengt ist, wird der Rest mit der Hand geknetet, bis das so eine richtige schöne Masse, so ein ganz toller Keksteig wird. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann nehmt ihr ungefähr die Hälfte des Teiges und legt ihn erstmal zur Seite. Was ihr braucht, ist unbedingt ein Glas zum Ausstechen. Wir nehmen jetzt hier dieses Cola-Glas. Es ist eigentlich egal, jedes Glas geht. Hauptsache, es ist ein rundes Glas. Es sollte ungefähr so 4 cm Durchmesser haben. Das ist wohl am besten geeignet. Aber ihr könnt jedes Glas nehmen, was ihr wollt. So, bevor wir jetzt aber mit dem Ausstechen anfangen, werden wir jetzt erstmal in so eine Spritztüte unseren Mohn reintun. Man kann das auch im Spritzbeutel machen oder auch mit dem Löffel, wenn man sowas nicht hat. Gar kein Problem. Aber mit so einer Spritztüte geht es halt am einfachsten. So, dann könnt ihr Mehl ausschütten, damit der Teig nicht so an der Platte haftet. Und dann müsst ihr den Keksteig schön gründlich ausrollen. Er sollte so ungefähr 3 bis 4 mm dick sein. Das ist so die perfekte Dicke dafür. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann nehmt ihr euer Glas und stecht einfach Kreise aus. Schön nah beieinander, damit ihr nicht so oft den Keksteig wieder ausrollen müsst. Dann legt ihr die Kreise einfach erstmal beiseite. So, wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr eure Spritztüte oder Spritzbeutel oder auch den Löffel und macht in die Mitte der Kreise so eine kleine, ja, so einen kleinen Pups, sag ich immer, von dem Mohn. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr das falten. Und zwar so, wie meine Mama euch das zeigt, faltet ihr erstmal beide Seiten von oben zur Mitte hin, dass so eine kleine Dreieckspitze erscheint. So, wenn ihr das gemacht habt, knickt ihr einfach nur noch die unteren Seite nach oben, sodass der ganze Keks wie ein kleines Dreieck ausschaut. Und dann seid ihr auch schon mit dem Falten fertig. So, wir haben jetzt diese ganzen Kekse hier gefertigt. Das sind aus dem Teig sind genau 95 Stück herausgekommen. Meine Mama macht da hinten schon mal nächsten Teig, weil wir machen noch ordentlich viele Kekse. Die warten jetzt nur noch auf den Ofen. Und da dürfen sie auch schon rein. Wenn ihr einen Umluftherd habt, dann kommen die bei 170 Grad 12 Minuten in den Ofen.
Bei einem Gasherd 200 Grad, auch 12 Minuten, ganz wichtig. Und dort dürfen Sie denn schön goldgelbbraun backen. Die sehen so lecker aus. Yummy, yummy. So, 12 Minuten um. Yay. Dieser Geruch, das riecht einfach göttlich. Ich liebe diese Kekse. Ich freue mich da jedes Weihnachten drauf. Da hinten warten schon die Nächsten, die in den Ofen wollen. So, dann machen wir das immer so, dass wir eine Schicht in eine schöne Dose tun und dann Puderzucker drüber streuen. Sehr, sehr wichtig, denn ohne Puderzucker schmecken die Kekse nur halb so gut. Eine schöne Schicht Puderzucker drüber, dass die schön beflockt sind. Ich habe mir übrigens eine neue Keksdose gekauft, in die die Kekse gerade einziehen. Und die ist einfach wunderschön. Guckt euch das an. Das ist so süß mit den Schneemännern und den schönen Schlitten. Ich finde die einfach drollig. So, dann macht ihr einfach die nächste Schicht und wieder Puderzucker drüber. Und das macht ihr halt so lang, bis alle Kekse drin sind. Und da ist Chiara. Eine der zwei Katzen von meinen Eltern. Die hat wohl auch die Kekse gerochen und wollte mal gucken kommen. Yummy, yummy, ist das lecker. Und so sehen sie dann fertig aus. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Jetzt müssen sie nur noch abkühlen, dann kann man sich die schmecken lassen. Das ist so lecker. So, und das haben wir alles noch gemacht. Wir haben jetzt insgesamt 500 von den Mondkeksen gebacken. Ich bin einfach nur fix und fertig. Meine Hände tun schon saumäßig weh. Ja, da sind sie. Dann haben wir sogar noch von den anderen Keksen, das sind solche Streuselkekse gemacht, Schokokrossis und noch Mandelsplittern mit weißer Schokolade. Ich hoffe ja sehr, dass euch mein kleines Keksvideo gefallen hat. Wenn ihr das Rezept mögt, wenn ihr Mohn mögt, müsst ihr unbedingt das nachmachen. Ich kann euch das nur empfehlen. Es ist wirklich schnell gemacht, wenn ihr nicht ganz so viele macht. Und ihr wisst ja. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye.